Wo gibt es denn nicht Save Games? Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn saven? Okay. Krass, der Sa- Wo sind wir denn hier eigentlich? Aber wir sind am Baum. Wir sind komplett am Anfang. There's no feeling more discouraging than starting over. And that's what you're about to experience if you keep playing this game. It's going to be deeply frustrating. Dark Souls 2 wird in dem Tempo echt nie fertig. Allein das zweite DLC wird so, was? Wenn es gut läuft, 10 Stunden brauchen und wenn es schlecht läuft, 30 Stunden. You're going to want to keep going. And every time you don't, every time you find the strength to keep going, you will only be setting yourself up for a bigger fall. And if you manage to get to the top, will that make you feel good? Will you feel that it's all been worth it? Die Frage ist halt bei Dark Souls. Fuck. Bis morgen früh, Franzi. Frage ist bei Dark Souls 2. Vielleicht muss ich mir da so meinen ganzen Dark Souls Tag machen oder so. Feel free to stop playing whenever you want. So, Franz ist weg, jetzt kann Minecraft losgehen. Your dose of progress too. Okay, geil. Okay, wir sind hier oben. Schnell Minecraft jetzt, Matteo. Okay, we made it. Wieso nennt ihr ihn eigentlich Mental? Mich nennen auch im Team Leute Mental übrigens. Oh nein! Why? Leck mich am Arsch. Check doch einfach mal Minecraft mit Mods aus. Ah, nee. Also Minecraft mit Mods ist bestimmt... Kann bestimmt richtig geil sein, aber ich mag am liebsten Minecraft Vanilla, ganz ehrlich. Spiel doch bei Dark Souls 2 die Hauptstory durch, muss ja kein 100% Run machen. Ja, aber wenn ich die Hauptstory durch habe, dann kann ich auch nicht mehr die DLCs spielen, oder doch? Rage Quit Incoming. Nein. Okay, ich... Zeige ich jetzt mal, was für eine Geduld ich habe. Ich kann. Jetzt muss ich was zu essen machen mittendrin oder so. Trägst du gerne Mäntel? Nein. Okay, wir sollen nur chillen. Fuck. Okay, nice. Fuck. Okay, ich muss hier richtig reinknien. Ich muss mich hier richtig reinknien, Leute. Hier muss reingekniet werden. So, wir haben 4 Uhr morgens. Wann trinke ich eigentlich den Energy Drink? Scheiße, wann trinkt man die Energy Drinks? Man muss NG Plus manuell starten bei Dark Souls 2. Ach, echt? Okay. Ja, dann muss ich mal einen richtigen Dark Souls-Tag machen, wo ich mir das vornehme und dann Dark Souls 2 mal durchknüppel. Dark Souls Infinity Stream. Dark Souls vielleicht ein Dark Souls Definity Stream. Bevor du müde wirst, okay, um 6. Oh, nein! Okay. Okay, wir müssen einfach nur chillen. Wir müssen einfach chillen. Okay, erste Stufe geschafft. Zweite Stufe geschafft. Dritte Stufe geschafft. Vierte Stufe geschafft. Fünfte Stufe geschafft. Wir sind im Sattel. Geschafft. Geschafft. Ah, fuck. Das hier ist richtig schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wie man das hier am smartesten macht.
Ich glaube, ich muss erstmal auf die Schaufel. Okay, wir sind auf der Schaufel. Easy. Easy. This game is a different take on a game that came out in 2017 titled Getting Over It with Bennett Foddy. The author of that game, Bennett Foddy, was an Australian designer known at the time as the father of intentionally bad controls. Weird, unresponsive, and hard to understand, intentionally bad controls are bad in the sense that they are suboptimal for the task at hand, making a challenging and infuriating experience of what otherwise could well be a walk in the park. And yet, they often make for amusing games. In Getting Over It, your task is simply to climb up a mountain, to dragging yourself with a hammer while sitting inside a cauldron. No amount of forward progress is guaranteed, some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is in constant danger of falling and losing everything. Man kann mehrmals schlagen in der Luft, aber es wird immer schwieriger. It was interesting to see how erratically he approached his own challenges. He knew it was possible to... Der hat mich rausgebracht mit seinem Gelaber! The movements he needed to execute. So he will make an attempt, but he will fail, without a clear reason why. So he will try again, exactly the same movements he attempted the first time. And he will repeat this process until, eventually, it actually worked, giving the impression that the challenge was more about perseverance and luck than precision. Oh yeah, der war geil. Der war auch geil. Okay. Der war scheiße. Das war richtig scheiße. Leck mich am Arsch. Okay. Let's go. Okay, wir kriegen das hin. Das Spiel hat null und weniger den Charme eines Getting Over It, feels Batman. Es ist wirklich, also es hat, also Getting Over It ist da einfach von der, vom Storytelling schon viel geiler. Aber es ist halt wieder eine Herausforderung. Aber es ist wirklich kein Getting Over It. Nein! Please, 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 nein, please. Okay, nice. Okay, wir haben das hier schon geschafft. Wenig chill heute bei dir. Nein, das kriegen wir hin. Wir kriegen das easy hin. So, wir sind hier drin. Jetzt, hopp, bam. Bleib stehen, bitte. Okay, bleib stehen. Wir versuchen jetzt auf die Schaufel zu kommen. Oh, das war fast gut. Nice, wir sind auf der Schaufel. Okay. Oh ja, oh ja. Okay, 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 okay. So, was, wo ist der Chill-Faktor von Matteo, den er bei der Winterlan den anderen einreden wollte? Hier, hier kommt der Chill-Faktor. Oh, geil. Ja, geil. So, wir müssen jetzt, wir waren noch nie weiter als auf diesem blöden Pferd. Wie kommen wir auf dieses blöde Pferd? Oh, fuck. Oh, fuck. That must have hurt. Ooh, that though. Must have hurt. Again. And again. And again. Wir halt so null. Skip das Pferd, skip das Pony. Wie kann ich das Pony denn skippen? Kann direkt rüber ballern oder was? What? Können wir direkt eigentlich hier hoch? Können wir bestimmt direkt da hoch.
Ja, wir können safe direkt da hoch. Alter, komm. War schon bei Timmy. Hier gibt's keinen Timmy, oder? Hier gibt's auch keinen Timmy. Leck mich am Arsch. Mit drei langen Bounces ist es sehr einfach zu skippen. Aber die langen Bounces sind richtig schwer. Also ich kann diese langen Bounces gar nicht. Also so. Und dann ein dritter. Ist dieses Spiel. Oh Mann, ich muss, glaube ich. Okay. Alter. Im Arsch. Kannst du den Ball mehrmals in die Luft hitten? Ja, so. 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 So, 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 so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Es ist wirklich keine Herausforderung. Zwei Sekunden. Nein, nicht darunter. Mann, es ist ja eine Herausforderung. Ich will das ja wieder. Es ist wieder eine Herausforderung. Ich glaube, ich muss irgendwann mal einen Definity-Stream mit diesem Spiel hier machen. Fuck. Das war schlecht. Okay, Step by... Dir! Komm, please! Okay, ich weiß nicht... Vielleicht sollte ich dieses Spiel nicht jetzt spielen. Vielleicht sollte ich das nicht jetzt spielen. So. Okay. Okay. Er hat Infinity gesagt. Nein, Definity, Definity. Okay, wir sind hier oben. Fokus, Matteo. Okay, ich fokus. Okay, das war ein schlechter Fokus. Okay, gut. Was war das? Komm! Komm, du kleines... Okay, chill. Okay, chill! Aber Santa schreibt guten Morgen, guten Morgen. Wie guten Morgen? Wir haben jetzt vier, das ist noch Nacht. Oder bist du aufgestanden? Gott, ich... Okay. Das sind nur maximal 2000 Chill, so kann das nichts werden. Stimmt wahrscheinlich. Kommt bald, was? Kommt bald mal wieder Spiele mit Schmerz? Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ist nicht geplant. Also, es ist nicht unmöglich, dass es wieder kommt, aber es ist sehr unwahrscheinlich, weil wir das gar nicht mehr planen oder so. Also, ich würde nicht damit rechnen, um ehrlich zu sein. Okay. We made it so far. Bis wann muss er noch? Bis morgen 19, nee, bis heute 19 Uhr. Also noch, kann man eine Ausrufe seinen Timer, da steht's auch. Noch 15 Stunden, 9 Minuten, 25 Sekunden. Hm.
Von den 1357 Viewern sind 1000 safe nur wegen Matteo hier und nicht wegen dem Spiel, obwohl es heftig lustig ist, dass er nicht weiterkommt. Ja, ich glaube. Ich versuche jetzt noch einmal das Pony. Wenn ich das Pony nicht schaffe zu skippen, dann spiele ich was anderes. Okay. Wir müssen auf den Schaufelhuber. Okay, so kommen wir nicht auf den Schaufelhuber. So kommen wir auf den Schaufelhuber. Wow. Voll verkackt den Schaufelhuber. Komm, Schaufelhuber. Schaufelhuber! Oh. Schaufelhuber! Schaufel! Schaufelhuber! Okay. Komm, Schaufelhuber. Du schaffst es! Du bist der Beste! Okay, Schaufelhuber, pass auf. Fuck. Okay, Schaufelhuber, pass auf. Fuck. Komm, Schaufelhuber. Ja! Dr. Drolf hat gesubbt mit Prime für 19 Monate, schreibt Nut Nut. Infrariot hat auch gesubbt mit Prime für 6 Monate, schreibt Wieso nur, Matteo? Wieso kann ich nicht mehr schlafen? Jaden Yuki hat auch gesubbt mit T1 für 13 Monate, schreibt Danke für die fantastische Unterhaltung, lieber Matteo Bondra Herz. Und davor habe ich alle vorgelesen. Vielen Dank für die Subs, Leute. Okay, wir haben es soweit geschafft. Wenn ich jetzt nicht über das Pferd komme, ne? Oh ja, oh ja. Oh fuck, nein! Oh shit. Oh ja, oh ja, ja, ja. Okay, ihr meint, ich kann das Pferd skippen. Ich kann das Pferd skippen. Okay, versuchen's. Okay, ist noch safe. Ist noch safe. Okay, ist noch safe. Ist noch safe. Ich meine, ich kann das Pferd skippen, oder was? Speicher doch. Hä, kann man speichern? Wie speichere ich denn? Kann man hier speichern? Okay. Eins, zwei, drei. Wir gehen... Oh, oh Gott. Alle vier speichern. Troll. Mit drei kräftigen Schlägen. Das Ding ist, es ist nicht so easy, drei... Gut. Spiele ich jetzt Minecraft? Ich empfehle einen Strawpoll darüber, welche Games als nächstes gespielt werden sollen, Matteo. Matteo schlägt welche vor, wir stimmen ab. Alles fein. Okay, das machen wir einfach so. Okay. Wir spielen entweder Minecraft Hardcore oder Into the Breach auf normal durchspielen oder PUBG? Hab ich Bock auf PUBG? Ich glaube, PUBG ist aber zu anstrengend jetzt, oder? PUBG ist, glaube ich, zu anstrengend. Shooting 64 hat gesubbt mit Prime. Vielen Dank. Warum nicht Halo 5? Ich habe Halo 5 nicht installiert und nicht vorbereitet. Das geht nicht.
Kein Dead Space. Hier gibt es auch kein Dead Space auf dem Rechner, Leute. Hier ist auch kein Dead Space. Hier, Dead. Oh, da ist Dead Space. Ich spiele kein Dead Space. Ich spiel 100%ig kein Horrorspiel. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Oder PUBG. Okay, also das sind die Auswahlmöglichkeiten. RimWorld starten wir jetzt nicht, oder doch? Okay, wie viele Leute im Chat sind, die sich mit RimWorld auskennen und das erklären könnten? Wahrscheinlich nicht, oder? PUBG Customs, solange du noch Energie hast. Nee, Customs nicht. Matteo, Minecraft oder RimWorld? Okay. Okay, also wir machen es jetzt so. Dann machen wir es so. Wir machen 4 Auswahlmöglichkeiten. Achtung, passt auf. 1 ist Minecraft. 2 ist Into the Breach. 3 ist PUBG Solo. Ich versuche einen Chicken Dinner zu holen. 4 ist RimWorld. Also 1 Minecraft. 2 Into the Breach. 3 PUBG Solo. 4 RimWorld. Schreibt jetzt eure Zahlen und dann schauen wir uns das Ganze an.